Hallo zusammen, willkommen zurück zu SCSS. Heute mit einer kleinen Mix-In. Ich weiß immer noch nicht, wie der Artikel ist. Einem kleinen Mix-In, das uns so einen kleinen Stanzeffekt bringt. Also so ein Prägungseffekt. Ich werde euch einfach mal zeigen, was ich meine. Ist ganz cool. Kann man auch sehr, sehr gut eigentlich benutzen. Und zwar fangen wir einfach direkt hier an. Wir sagen add Mix-In. Wieder mal logischerweise. Und ja, wir nennen das ganze Ding Stanzeffekt. Ausnahmsweise ein deutscher Begriff, ich weiß. Und wir machen hier sogar noch ein paar Parameter rein, nämlich einmal Opacity 1 und Opacity 2. Opacity 2. So. Was wir mit dem machen, sehen wir gleich. So. Und jetzt nutzen wir einfach die Text-Shadow-Eigenschaft, die wir hier in CSS 2 theoretisch schon zur Verfügung haben. Setzen die auf minus ein Pixel, und dann generieren wir uns eine eigene Farbe mit RGBA, und zwar 255, Komma, und dann die Dollar Opacity rein, also die erste Durchsichtigkeit sozusagen. So. Aber wir sind noch nicht fertig, wir machen ja natürlich noch weiter, und zwar mit dem restlichen Effekt ein Pixel, und sagen, hier ist die Farbe RGBA bitte, 0, 0, 0, Komma und Dollar Opacity 2. So, was hat das jetzt hier zur Folge? Wir setzen sozusagen unseren eigenen Effekt hier rein. Und jetzt können wir nämlich den hier zum Beispiel für unseren Link, ich glaube, wir hatten einen Link, ne? Ja, genau, hier hatten wir einen Link. Das heißt, wir sagen hier einfach A, add include und dann unseren Stanzeffekt mit der Opacity, machen wir einfach mal 0,5 und 0,5. Warum eigentlich nicht? Jetzt machen wir die Schrift noch ein bisschen größer. Font meine ich natürlich. Und zwar sagen wir 80 Pixel. Und Areal. So, selbstverständlich sollten wir dann hier auch noch ein bisschen aufräumen. Wir machen hier natürlich unseren ganzen Kram hier ein bisschen weg. Genauso wie den Hintergrund. Den setzen wir von mir aus auf irgendwas. Sekunde, wir machen das hier rüber. So ein schönes Beige hätte ich ganz gerne. Ja, das tut's erstmal. So spontan. Und dann sollten wir vielleicht auch noch die Schriftfarbe hiervon setzen. Die Color auf. Nehmen wir einfach schwarz. Nee, halt schwarz nehmen wir nicht. Wir nehmen beige. Okay. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Sieht eigentlich ganz geil aus, oder nicht? Also, ich meine, hier so ein leichtes Ding an der Seite. Man kann es, glaube ich, erkennen. Ich zoome mal ein bisschen mehr ran. Dann kann man das besser erkennen. Wir sehen hier so einen ganz leichten Effekt hier. Außenrum sozusagen. Und das sieht so ein bisschen aus, als wäre es gestanzt worden. Also das ist so ein bisschen der Stanzeffekt. Ja gut, ich meine, klar, den kennt ihr höchstwahrscheinlich, aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, das ist ja im Endeffekt ganz normales CSS hier, was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist, dass auch für sowas Mix-Ins sehr, sehr praktisch sind und dass man das ganz gerne mal benutzen kann. Ich glaube, die meisten nehmen hier lieber 0,2 oder 0,3, weil es sonst zu krass wird. So, ja genau, das sieht besser aus. So sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja, doch, ja, gefällt mir. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich weiß, heute jetzt nicht so spannend oder sowas. Aber ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.